Schüler werden immer mehr zum Spielball der Politik. Der jüngste Fall, eine 16-Jährige wird von drei Lehrern aus dem Chemieunterricht abgeholt und zu einer Gefährderansprache geführt. In Mecklenburg-Vorpommern ist so etwas neuerdings möglich. Über diese und andere Fälle spreche ich mit Josef Kraus, jahrzehntelang Schulleiter, Präsident und heute Ehrenvorsitzender des Deutschen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Herr Kraus, eine Frage, dass eine Schülerin oder ein Schüler von der Polizei aus dem Unterricht abgeführt wird, weil er irgendwo etwas gesagt hat, was vielleicht dem Herrn Schulleiter nicht gefällt. Kennen Sie das aus Ihrer jahrzehntelangen Praxis? Nein, das ist eine neue Dimension. Es ist erschreckend, erstens, weil hier eine Schülerin, egal was sie im Schilde geführt hat, wahrscheinlich wollte sie nur was Witziges verteilen, kriminalisiert wird. Und zwar in einer Art und Weise, vor letztendlich Hunderten von Schülern und zig Lehrern kriminalisiert wird, indem sie von drei Polizisten aus dem Chemieraum abgeholt wird. Das ist eine Kriminalisierung, die letztendlich der Schulleiter zu verantworten hat. Weiß Gott, was das mit dem Mädchen über die Zeit hinweg macht und was das Mädchen im Moment und in den nächsten Wochen alles erlebt. Das ist das eine. Zum Zweiten, und das sage ich bei aller mir sonst vielleicht gebotenen Kollegialität, ich war auch lange Zeit Schulleiter, das ist typisches Denunziantentum und Wichtigtuerei. Ich kenne die Motive des Schulleiters nicht. Irgendwelche ideologischen Motive sind es vielleicht gewesen. Vielleicht ist es auch Wichtigtuerei. Vielleicht wartet er auf eine Beförderung. Das Umfeld in Mecklenburg-Vorpommern schulpolitisch, naja, würde dann dazu passen. Aber es passt letztendlich auch zu dem, was wir in Deutschland wissen. Es blüht bei uns das Denunziantentum und der größte Lump im ganzen Land, das wissen wir seit fast 200 Jahren, das ist und bleibt der Denunziant. Also es ist Nun abartig, was hier geschehen ist. ist es ja ein bisschen scharf, wie Sie das formulieren. Der Innenminister Christian Pegel von der SPD sagt, so schlimm sei es ja gar nicht gewesen. Man habe ja auf Handschellen verzichtet, man habe sie während des Unterrichts abgeführt und nicht während der Pause, sodass es nicht alle Schüler gesehen haben. Ist das eine Verspottung oder ist das eine realistische Betrachtungsweise des Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel, SPD? Das ist Zynismus pur. Das ist ein totaler Mangel an Empathie. Das ist ein totaler Mangel an Vorstellung, was das mit dem Mädchen, bei dem Mädchen, in dem Mädchen ausgelöst hat. Verabscheuungswürdig, das ist das richtige Wort. Ich kann nur hoffen, dass die Ermittlungsbehörden, beziehungsweise wenn die Eltern eine Strafanzeige stellen, dann auch entsprechend rechtsstaatlich sauber reagieren. Und dass der Herr Schulleiter auch von oben eine Rüge zumindest erteilt bekommt. Rüge wofür? Rüge wofür, dass er ohne einen Grund zu haben, einen konkreten Verdachtsfall zu haben, eine Schülerin, ja, ich sage es nochmal, kriminalisiert. Kriminalisiert in der Art, dass er sofort die Ermittlungsbehörden einschaltet und so tut, als hätte sie hier etwas ja, nahe am Terrorismus beziehungsweise nahe an dem, was eine Frau Faeser und was ein Herr Haldenwang an Staatsfeindlichkeit sich vorstellen getan. Nun beobachten wir schon seit einiger Zeit, dass die Schulen zum Spielfeld der Politik werden. Lehrerverbände oder auch Landesschulministerien fordern Lehrer und Lehrerinnen auf, sich an Demonstrationen zu beteiligen. Friday for Future, letzte Generation auf die Straße kleben und neuerdings Demonstration gegen Rechts. Ist es eigentlich sinnhaft, so etwas zu machen? Es ist letztendlich ein Revival, eine Wiederkehr dessen, was wir in den 70er, 80er Jahren hatten. Wenn ich daran denke, die meisten werden das nicht mehr wissen, vielleicht haben sie es genossen als Schüler oder vielleicht haben sie es praktiziert als jetzt pensionierte Lehrer, hatten wir hessische Rahmenrichtlinien, hatten wir nordrhein-westfälische Rahmenrichtlinien, die waren letztendlich
knallhart marxistisch ausgerichtet. Das Kapital ist ein scheiß System, das zerschlagen werden muss, weil es die Menschen ausbeutet. Und das ging dann bis hin zur Verurteilung der Rechtschreibung. Rechtschreibung ist ein Herrschaftsinstrument, muss abgeschafft werden und so weiter. Das ist in den 70er, 80er Jahren gewesen. Die Ideologisierung ist dann etwas zurückgegangen. Da hat sicherlich auch die Wiedervereinigung eine Rolle gespielt. Man wusste ja, was Ideologisierung im DDR-Schulsystem war. Mit dem obersten Leitziel des DDR-Schulgesetzes aus den 60er Jahren, unsere Schulen müssen eine allseitig sozialistisch gebildete Persönlichkeit hervorbringen. Ja, das war der Schock sozusagen und dann ist es zurückgegangen und jetzt lebt es wieder auf. Schule wird zum Aktionsfeld gemacht, hinauf bis nordrhein-westfälische Kultusministerin, Parteizugehörigkeit sollte man auch sagen, CDU, die Lehrer auffordert, zu Demonstrationen gegen rechts zu gehen. Leider auch Verbände, die früher zu meinem Bereich gehört haben, der Philologenverband Baden-Württemberg beispielsweise, hat die Lehrer aufgefordert. Leider auch die Schulleiter von kirchlichen Schulen, die nicht nur ihre Lehrer, sondern auch ihre Schüler aufgefordert haben, zu Demonstrationen gegen rechts zu gehen, wobei die gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen, dass Demonstration gegen rechts natürlich auch als Demonstration gegen alle Bürgerlichen, gegen CDU, CSU, ja, wenn man sie noch dazu zählen will, FDP zu verstehen ist. Ist es wirklich, Sie sagen, nicht neu? Sie sagen, das war in den 70er Jahren auch schon. Kann ich mich nicht erinnern. Also an meiner bayerischen Schule hätte es sowas nicht gegeben. Bayern war da immer noch ein bisschen anders gestrickt damals, was die ideologische, die theoretische, die politische Ausrichtung betrifft. Aber Bayern hat sich ja letztendlich auch eine ganze Menge angepasst. Und die Beispiele, die ich gerade eben genannt habe, dass Leiter von kirchlichen Gymnasien Schüler aufgefordert haben, in Passau beispielsweise gegen Rechts und gegen Hass und Hetze, wie es heißt, zu demonstrieren, das sind Beispiele leider auch aus Bayern. Und im Übrigen, es ist ja nicht nur die Sache angeblicher Rechtsextremismus und Hass und Hetze, gegen die in der Schule erzogen wird. Auch das Thema Klima beispielsweise ist ein Thema, was aus meiner Sicht in den Schulen sehr einseitig dargestellt wird. Man braucht sich symptomatisch, dafür sind die Schulbücher, nur Schulbücher anzuschauen, mal durchblättern. Alleine die Bilder, die dort abgelichtet sind, sagen schon alles. Natürlich der obligatorische Eisbär auf der einsamen Eisscholle. Natürlich der Globus mit dem Fieberthermometer im Globusmund. Natürlich der Globus, der brennt aufgrund der Hitzeentwicklung und so weiter. Also das haben wir mittlerweile auch. Das ist jetzt ein Beispiel von Ideologisierung von Unterricht, Klima. Ein anderes Beispiel ist der ganze Bereich von Queer. Die Akzeptanzaufforderung, die Toleranzaufforderung, Toleranz wäre ja noch das geringere Problem, die Akzeptanzverpflichtung gegenüber, was weiß ich, Menschen, die sich einem dieser 60 oder 65 Fantasiegeschlechter zuordnen. Da haben wir in allen Ländern, übrigens zum Teil schon in den Kindergärten, die entsprechenden Handreichungen und Vorgaben für die Schulen. Meine Frage ist jetzt bei dieser Ideologisierung des Unterrichts, also Schüler werden in eine bestimmte politische Richtung gedrängt oder sollen gedrängt werden. Was macht das mit den Schülern, wie man das Neudeutsch sagt? Schüler oder Jugendliche sind ja altersbedingt rebellisch. Kann es sein, dass da an den Schulen sogar Widerstand wächst? Umfragen zeigen ja, dass viele Schüler bei diesem ganzen Krempel eigentlich gar nicht mitmachen, sondern sich im Gegenteil geradezu dagegen aussprechen und in Anführungszeichen die falschen Schlumpfparteien wählen. Ja, natürlich, das kann die Gegenreaktion sein, das kann ich mir gut vorstellen, aber sie sind halt letztendlich doch die schweigende Mehrheit. Und den Ton geben die Aktivisten an, die gewählten Schülersprecher, die Bundesschüler-
Organisation, die Landesschülerorganisationen, leider auch bestimmte Lehrerorganisationen, von denen es ja nun, den habe ich angehört und die habe ich geleitet, eine Menge Bürgerliche gibt, aber es gibt natürlich auch ziemlich weit draußen befindliche Lehrerorganisationen, die das Ganze mit befördern. Das Harmloseste wäre noch, dass diese schweigende Mehrheit das sozusagen ins linke Ohr reingehen lässt und das rechte rausgehen lässt, aber es ist natürlich schon auch ein Mitmachzwang mit dabei, den wir beispielsweise ja auch erlebt haben bei den Freitagsdemonstrationen. Eigentlich nichts anderes als Schulschwänzerei. Da haben Schulleiter freigegeben dafür, in Verletzung letztendlich der Schulpflicht. Die haben freigegeben dafür, wobei für viele Schüler ist natürlich, auf gut bayerisch gesagt, als Gaudi mitgemacht haben. Okay, da ist halt eine Physikstunde ausgefallen, eine Lateinstunde ausgefallen und dann geht man dahin. Wir haben Mütter berichtet, dass auf diesen Marktplätzen und Stadtplätzen, wo so etwas stattgefunden hat, am Schluss die Mülleimer übergequollen sind mit McDonald's-Verpackungen. Also es ging vielleicht gar nicht um die Sache, sondern es ging naiv, weil sie mitgemacht haben, einfach darum, Unterricht ausfallen zu lassen. Sie haben vorhin schon angedeutet, dass viele Schulbücher sehr manipulativ sind. Und wenn man sich dann diese Themen anschaut, dann merkt man, es gibt ein Motiv, mit dem heute Schüler behämmert werden. Es ist Angst. Angst vor dem Weltuntergang, Angst vor dem Klima, vor der Klimakatastrophe, Angst vor davor, dass morgen ein Hitler vor der Tür steht, Angst vor diesem und jenen. Was bedeutet das? Ist Angst so ein wichtiges pädagogisches Instrument? Und zwar nicht Angst vor dem einzelnen Lehrer oder vor der Note, sondern Angst vor der Welt, vor dem Leben, vor der Zukunft zu vermitteln. Ist das ein sinnvolles pädagogisches Konzept? Oder umgekehrt gefragt, wächst da eine angstbesetzte Generation heran oder kann sie sich befreien? Angst kann kein pädagogisches Mittel sein. Natürlich darf man den Kindern keine heile Welt vorgaukeln, aber es muss auf die Gefahren in einem soliden Unterricht hingewiesen werden. Ein solider Geschichtsunterricht, ein solider Politikunterricht ist das Vernünftige da. Angst ist aber leider zu einem Mittel der Politik geworden. Demophobie ist das eine. Phobokratie ist das andere. Phobokratie, herrschen mit Angst. Wie kann ich ein Volk am besten beherrschen? Indem ich es einerseits dumm mache, dem Volk Bildung und Aufklärung vorenthalte, andererseits dem Volk aber Angst mache. Und der Bereich Corona und der Bereich Klima sind so politische Felder, wo der Staat ja sehr die letzten Jahre ins Totalitäre, also alles Erfassende, abgeglitten ist. Herrschen mit Angst. Sie nennen Klima, gehört dazu auch Angst vor dem Krieg. Die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat gesagt, man müsste Kinder verstärkt auf Katastrophen vorbereiten. Und da klingt natürlich mit Krieg, Ukraine, möglicherweise eben das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Ist das auch Herrschen mit Angst oder eine Selbstverständlichkeit? Ich bin gar nicht glücklich darüber, was die Bundesbildungsministerin da losgelassen hat. Wenn ich jetzt polemisch sein möchte, ja, das bin ich jetzt auch, dann würde ich mal sagen, die Bundesbildungsministerin, die ja eigentlich den Schulen überhaupt nichts zu sagen hat, hat mal wieder eine Schlagzeile gebraucht. Was sie gesagt hat, ja gut, da kann man geteilter Meinung sein. Zunächst würde ich mal darauf antworten, ein solider Unterricht, ein fachlich fundierter Unterricht, ein rationaler Unterricht ist die beste Vorbereitung junger Leute auf das, was vielleicht droht, beziehungsweise für den Umgang, was zurzeit auf der Welt, im Nahen Osten oder in Mittelosteuropa passiert. Dass man tatsächlich den Schülern auch vermittelt, wie war das Verhältnis Russland-Ukraine die letzten 100 Jahre? Beginnen mit dem Holodomor bis hin zur Frage, was ist ab 1990, 91, 92, 93, 94 mit Verträgen zwischen der Ukraine und Russland passiert? Gut, muss man jetzt nicht alles auflisten. Ich glaube, dass sich die Schüler dann eine Meinung bilden können. Wenn die Bundesbildungsministerin sagt, man muss die Schüler auf Katastrophenschutz vorbereiten. Ja gut, dann muss ich auch fast ein bisschen polemisch darauf antworten. Haben wir in Deutschland überhaupt einen Zivilschutz,
einen Katastrophenschutz. Wenn ich vergleiche etwa mit den Finnen, was wir in Deutschland an Bunkern haben, nämlich nahezu nichts, und was die Finnen beispielsweise haben. Wir haben in den Schulen Evakuierungspläne, wir haben Alarmpläne. Die werden jedes Jahr 2 bis 3 Mal praktiziert. Die Schulen sind verpflichtet, so etwas durchzuführen, spätestens nach den Amokläufen, die es gab, mit vielen Toten an Deutschlands Schulen. Winnenden, Erfurt und so weiter waren die Schulen verpflichtet, solche Evakuierungspläne zu erstellen und ständig in Absprache mit den Rettungsdiensten, mit Polizei und so weiter zu aktualisieren. Also, das brauchen wir sowieso nicht, ganz zu schweigen davon. Was bringt eine solche Evakuierung, wenn es an den Schulen dann keine Schutzräume gibt? Ja. Was mir wichtig erscheint, dass die Schulen spätestens ab einem bestimmten Jahrgang den Schülern verpflichtend einen Erste-Hilfe-Kurs anbieten. Viele Schulen tun das und den Schein, den einer erwirbt, den kann er dann beispielsweise auch für die Führerscheinprüfung verwenden. Aber das wäre beispielsweise schon ein Beitrag, dass ab dem 13., 14. Lebensjahr Schüler wissen, was tue ich. Das ist ja nicht nur für den Kriegsfall und für den Evakuierungsfall, sondern das wäre ja auch für den Alltag etwas Hilfreiches. Aber ansonsten bitte Zurückhaltung, bitte Zurückhaltung. Solider Geschichtsunterricht und diese Zusatzkurse, die letztendlich auch die Schüler in ihrer allgemeinen Lebenstüchtigkeit ein bisschen stärken. Gehen wir im Alter noch einen Schritt zurück. Wir haben ja gesprochen über Angst. Ottfried Preußler, der so großartige Kinderbücher geschrieben hat wie den Räuber Hotzenplotz, hat mal gesagt, man dürfe Kinder nicht mit Angst und mit dem Negativen belasten. Sie sollen in einer heilen Welt leben. Und die Probleme, die gelöst werden müssen, müssen die Erwachsenen lösen und dürfen sie nicht auf die Kinder projizieren. Ist das eine richtige Einschätzung von Herrn Preußler? Naja, gut, zu 90% würde ich sagen, je nach Alter, es ist eine richtige Einschätzung. Wobei ich natürlich so, das sind die 10% dagegen sage, wir können unsere Kinder natürlich auch nicht ewig von der Wirklichkeit abschirmen, beziehungsweise in Watte packen. Sonst haben wir tatsächlich das, was ja beginnend in Amerika oder auch bei uns beklagt wird, eine Generation Schneeflocke. I feel offended. Ich will gar nichts Schlimmes mehr hören. Das kann es nicht sein. Übrigens, weil Sie die Ottfried-Preußler-Schule da in München-Pullach ansprechen, es wäre dieser Name gerade in dieser Zeit eine hervorragende Möglichkeit für diese Schulfamilie, dieses Prinzip zu praktizieren und auch beispielsweise darzustellen, dass ein junger Mensch, der vielleicht als 17-Jähriger 1940 verführbar war, aber Zeit seines Lebens ist als Pädagoge, er war ja selber auch Schulleiter und Erfolgsautor, mehr als gut gemacht hat. Und da jetzt im Nachhinein in einer Art Retro-Exorzismus, ja, diesen Menschen, der vor 10 Jahren gestorben ist als 90-Jähriger, jetzt anlässlich seines 100. Geburtstages zu verteufeln, weil er als 17-Jähriger Briefe, ermunternde Briefe an deutsche Wehrmachtssoldaten geschrieben hat und über ein HJ-Sommerlager einen Roman geschrieben hat. Es ist sowas von irre, ist sowas von Verführung letztendlich auch von jungen Menschen. Sie sagen Generation Schneeflocke. Ist es eine mediale Erfindung oder ist die Angst heute in der jüngeren Generation breiter als in der älteren Generation? Realistischerweise muss man ja sagen, dass bis zur Wiedervereinigung und im Fall des Eisernen Vorhangs waren ja auf beiden Seiten in Deutschland Atombomben und Hunderttausende russischer bzw. amerikanischer Soldaten stationiert. Die Bedrohung war real, war täglich, war sichtbar. Heute leben wir in einer Zeit, in der das nicht mehr sichtbar ist, aber anscheinend hat die Angst zugenommen. Ja gut, wir haben die Angst natürlich schon auch gehabt und es wurde auch bewusst aus ideologischen Gründen verbreitet, etwa beim NATO-Doppelbeschluss. Mit den großen Demonstrationen in Bonn im Hofgarten mit 400.000, 500.000 Teilnehmern, da waren natürlich auch Schüler und Lehrer beteiligt. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vorzumachen. Ja. Aber es war letztendlich das Vertrauen da, dass, wie Sie sagen, die Erwachsenen das schon regeln, dass dieses Gleichgewicht des Schreckens uns letztendlich sicher gemacht hat. Ja, das scheint etwas weg zu sein.
Wie ich allerdings überhaupt jetzt unabhängig von kriegerischen Auseinandersetzungen das Gefühl habe, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen altklug, dass unsere jungen Leute nichts mehr aushalten. Sie halten keine 45 Minuten Schreibarbeit durch. Das merken wir bei den Abschlussprüfungen. Weil die Schreibmotorik versagt. Sie jammern, wenn nicht mindestens eine Note 2 auf einer Prüfungsarbeit draufsteht, weil sie natürlich verwöhnt wurden durch immer bessere Noten. Wir haben heute in Deutschland Abiturdurchschnittsnoten in manchen Bundesländern von 2,1, 2,2, in manchen einzelnen Gymnasien von 1,9. Und da ist für viele Schüler die Note 3 oft schon ein Trauma. Also Aber das man meine soll ich. doch Kinder immer bestätigen, man soll doch immer sagen, hast du großartig gemacht, ganz toll. Ist Man das ein sollte die Kinder. pädagogisches Konzept? Man sollte die Kinder aber nicht belügen, man sollte ihnen nicht ungedeckte Schecks als Zeugnisse ausstellen und so vorgaukeln, dass sie bestens vorbereitet wären auf das Leben. Das sind sie natürlich nicht. Da brauche ich mir ja bloß mal anzuschauen, was die Universitäten an Liftkursen, an Nachhilfkursen machen müssen für Erstsemester. Wir haben in Deutschland, in der deutschen Schulpolitik mittlerweile das Prinzip, Qualität und Quantität verhalten sich reziprok. Wir wollen immer höhere Quoten. Die kriegen wir zum Beispiel Abitur und Studierquoten. Da kriegen wir natürlich nur hin, indem wir die Ansprüche absenken. Aber nochmal zurück in die eigene Schulpraxis. Ich habe ja über 2000 Abiturzeugnisse zu verantworten gehabt, unterschrieben und Abiturienten ins Leben entlassen. Und ich habe schon oft genug erlebt bei der Notenbekanntgabe, dass es Heulkrämpfe gab, wenn jemand ein Abitur nur in Anführungsstrichen von 2,3 oder 2,4 hatte. Das waren früher Spitzenabiturzeugnisse. Mittlerweile ist das so fast schon im hinteren Mittelbereich. Also nochmal, wir müssen im Sinne auch unserer Leistungsgesellschaft, getragen vom Leistungsprinzip, schon auch ehrlich bewerten und attestieren, was junge Leute zustande gebracht haben. Und wir müssen insgesamt die Eigenverantwortung für die eigene Leistung in der Schule beispielsweise wieder stärken und wieder nach oben schrauben. Letzte Frage, wie können sich Eltern gegen diese Ideologisierung der Schulen durch so Lehrer wie in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich wehren? Also in diesem einen konkreten Fall hoffe ich darauf, dass die Eltern dieses 17-jährigen Mädchens, dieser jungen Frau, alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen. Der Dienstaufsichtsbeschwerde, auch der Anzeige bei den Strafermittlungsbehörden. Ansonsten appelliere ich an die Eltern, dass sie sich mit den Eltern etwa eines solchen kriminalisierten Mädchens solidarisieren. Die Gefahr ist, dass die einzelnen Eltern, die gegen so etwas vorgehen, als Einzelfälle abgetan werden von der Kultusverwaltung, vom Innenminister. Sie haben das ja zitiert. Es müssen sich möglichst 80, 90% der Eltern einer Schule beziehungsweise einer Klasse zusammentun. Und dann kann Schulleitung und dann kann Kultusverwaltung nicht mehr anders. Ja? Aber da haben wir leider etwas zu sehr auch den Herdentrieb in der Elternschaft, so nach dem Motto, naja, meinem Kind könnte es dann irgendwo negativ angekreidet werden, wenn ich jetzt wegen einer Note oder wegen eines bestimmten Fehlverhaltens eines Lehrers oder einer Lehrkraft dagegen vorgehe. Da wünsche ich mir mehr Solidarisierung der Eltern untereinander und mehr Solidarisierung einer breiten Elternschaft auch mit ihren Kindern. Vielen Dank, Josef Kraus, für das Gespräch Schüler als Spielball der Politik.